Der Check. RDKS. Vier Buchstaben, die kurz für Reifendruckkontrollsystem stehen. Kleine Sensoren, die im Reifeninneren verbaut sind und permanent den Luftdruck überwachen, um so mehr Sicherheit zu gewährleisten. RDKS ist beim Neuwagenkauf keine Option, sondern mittlerweile Pflicht. Dabei setzt die Industrie auf zwei Systeme, wie uns Christian Thaler von Alka erklärt. Es gibt ja seit 1. November 2014 die Verordnung, dass alle neu ausgelieferten Fahrzeuge Reifendruckkontrollsysteme an Bord haben müssen. Die Autohersteller haben hier die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Systemen zu wählen. Dem direkt messenden System mit einem Sensor im Rad, wie dieser hier, oder ein indirekt messendes System. Das indirekt messende System bekommt seine Signale vom ABS-Sensor und gibt diese Informationen dann an die Bordelektronik weiter. Zwei Systeme, ein Nutzen. Neben der Sicherheit steht bei RDKS auch das Thema Umwelt im Fokus. Denn nur der korrekte Luftdruck gewährt den optimalen Rollwiderstand und somit ein möglichst emissionsarmes Fahren. Wer bereits über ein Fahrzeug mit RDKS verfügt, kann sich das eigenhändige Reifenwechseln sparen. Denn Reifen mit Kontrollsystem können nur in Fachwerkstätten montiert werden. Grund dafür ist, dass die Sensoren auf das Fahrzeug individuell kalibriert werden müssen. Für den Laien kann man sich das technisch so vorstellen, dass einfach der Sensor, nämlich jeder einzelne der vier, mit der Bordelektronik des Autos gekoppelt werden muss. Ein Vorgang, der nur wenige Minuten dauert und im Zuge der Reifenmontage passiert. So bleiben Ihre Reifen stets bestens überwacht und Ihre Hände sauber.